Einen schönen guten Morgen, liebe Pico-Fans. Nachdem der erste Eindruck von der Spielwarenmesse ja großen Anklang gefunden hat, möchte ich Ihnen heute ein bisschen was zeigen, was hier so los ist. Einige Kunden zeigen, einige Gespräche. Und zunächst nochmal Entschuldigung für die nicht so ganz gute Qualität, die wir bei unserer ersten Sendung gemacht haben, aber die Möglichkeit hier von der Spielwarenmesse größere Dateien zu transferieren, ich muss das ja erstmal in die Firma schicken und dann kann es auf YouTube eingestellt werden, die ist also grottenschlecht. Also wir haben, glaube ich, einen halben Tag daran gearbeitet, um die Daten irgendwie in die Firma zu bekommen. Ich schaue mal, vielleicht klappt es ja heute. Also wir gehen jetzt mal ein bisschen durch und schauen uns mal das eine oder andere an. So, hier haben wir jetzt unsere Technikanlage, wo der ICE4 fährt. Und will ich Ihnen mal unseren Importeur von Italien vorstellen, Faustino. Wie geht es in Italien? Alles gut. Alles gut für uns in Italien. Ist es gut gelaufen, das Geschäft mit Pico? Ja, sehr gut. Warum? Die Pico hat gemacht Supermodelle für uns. Für mich ist das erste Mal, ich habe kein Problem für verkaufen Modelle. Warum? Pico hat gemacht die Supermodelle. Okay, herzlichen Dank. Also ja. Wir werden auch ein gutes Jahr haben für 2020? Ja, ich bin sicher. Warum? Okay. Pico machen die neuen Modelle für uns, die neuen Waggons und so weiter. Okay, dann viel Erfolg. Ja, danke. Und unser Mitarbeiter Sinan Colangi führt hier die digitalen Geschichten vor. Und wie läuft's, Herr Colangi? Alles perfekt. Alles perfekt, super, danke. Pascal Schosseler von unserem französischen Importeur T2M im Gespräch mit zwei Herren von der Zeitschrift. On va se dire c'est peut-être un petit peu plus facile, mais au final c'est pas le cas parce qu'il y a un planning de production qui est énorme. Là on est sur un fabricant qui Also mal Originalton Französisch. Hier unsere tschechischen Importeure, Frau Hašeková, Herr Hašek. Und wie geht es heute Morgen? Ja, gut. Zufrieden gewesen mit dem Jahr, letztes Jahr? Ja, wir sind zufrieden. War gut? Ja, war gut. Ja. Gut gelaufen? Gut. Wir haben super Neuheiten. Super Neuheiten? Okay. Das Laminatka ist super. Okay, prima. Vielen Dank. Weiterhin gute Gespräche. Daniela Faustini, die Frau von Fausto, auch hier auf der Messe. And how was everything, Daniela? Today is for me is the first day. All is good. Stand Pico is good. There is the new loco, Italian loco. And all the people come to see the loco and the stand Pico because there are very, very good good items. And you think that we have a good year for 2020? Yes, yes, yes. Yeah. Okay, yes. Thank you very much. Thank you, have tschüss. Also, jetzt müssen wir ja mal was zu unserem Publikum sagen. Zunächst einmal herzlichen Dank, dass Sie alle gekommen sind. Wir freuen uns, Herr Schäfer und ich von Ideenspiel und ich freuen uns sehr, dass wir heute ein besonderes Ereignis feiern können. Auf jeden Fall. Nämlich seit 17 oder noch mehr Jahren hat Herr Schäfer es geschafft, die Firma Pico davon zu überzeugen, beim Fachhandelsverband Ideenspiel wieder sozusagen als der kreierende Kunde mitzumachen. Ich glaube, das ist eine gute Entscheidung. Ideenspielkunden sind für uns ganz wichtige Kunden schon seit Jahren. Wir machen sehr, sehr gute Geschäfte mit Ideenspielmitgliedern. Wir haben sehr gute Zuwachsraten, also einige Jahre waren sogar über 20%. Und ich glaube, das können wir in der Zukunft fortsetzen. Und ich freue mich sehr, dass Herr Schäfer
nie aufgegeben hat, an mir zu arbeiten, um mich zu überzeugen, dass ich doch wieder mitmache. Und er hat so gute Argumente gehabt und da musste ich einfach sagen, okay, wir machen es wieder. Es freut mich. Herr Schäfer, alles Gute. Dankeschön, das wünsche ich Ihnen. Gute Zusammenarbeit und wir hoffen, dass wir auch die Mitglieder davon überzeugen können, jetzt sozusagen noch mehr für Pico zu tun. Ein Händler hat geschrieben, jetzt haben wir Grund, Pico zu Nummer 2 im Bereich der Modellbahn zu machen. Und das finde ich ganz toll. Ja, also auch ich danke natürlich Herrn Dr. Wilfer und der Firma Pico, dass sie wieder mit Ideen spielen in der Zentralregelung zusammenarbeiten. Er hat es angedeutet, ich habe nie aufgegeben. Vor 6 Jahren war ich das erste Mal in Sonneberg und habe versucht, die alten Differenzen zu überwinden. Und Herr Dr. Wilfer war immer ein anspruchsvoller, fairer Gesprächspartner, der immer gesagt hat, das reicht mir nicht, da müsst ihr mehr machen. Und das war auch immer Ansporn, den Spiel in Eurodrain weiterzuentwickeln. Das haben wir 2019 maßgeblich geschafft mit unserer Strategie 2025 für mehr Verbindlichkeit. Und ja, letztendlich haben wir dann im Dezember uns nochmal getroffen in Sonneberg mit Herrn Treder und Herrn Bayer zusammen. Wir haben das Ganze besprochen und dann haben wir ein paar Wochen später noch ein paar Mal telefoniert und gesagt, jetzt machen wir es. Dann haben wir es tatsächlich jetzt vor der Messe auch noch umgesetzt gekriegt, weil wir gesagt haben, das ist natürlich der Anlass, auch für unsere Händler, dann bei Pico mit neuem Elan, mit anderem Elan noch aufzutreten. Dafür ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Wilfer und auch Herr Bayer und Herr Treder, denn Sie sind da auch maßgeblich beteiligt gewesen. Vielen Dank auf eine gute Zusammenarbeit und auch ein paar Kalorien können wir alle brauchen. Ja, und wir haben uns noch gedacht, um das sozusagen auch mit einem Modell zu dokumentieren, darf ich Ihnen ein Modell überreichen, was uns beide zeigt und die Zusammenarbeit zwischen Eurotrain und Pico. Und ich glaube, Sie dürfen das auch mitnehmen. Ah, das ist eine große Ehre. Ja. Nein, also ganz, ganz herzlichen Dank. Das hätte ich aufpassen, dass ich runterfällt. Nicht erwartet. Das ist ganz, ganz schön. Also herzlichen Dank und das werde ich mir an einen guten Platz stellen. Ja. Okay. Prima. Und jetzt schneiden wir ab. Jetzt schneiden wir ab. Ja, so. Hab schon. Wollen wir gemeinsam? Nein, Sie machen es. Gut, dann mache ich das. Sie meinen, schneiden Sie bloß nicht Pico ab. Nein. Wir fangen hier vorne mal. Liebe Pico-Freunde, die Spielwarenmesse ist zu Ende. Ich bin zu Hause, es ist dunkel draußen. Ich glaube, wir haben eine gute Messe gehabt. Wir hatten sehr viele positive Ergebnisse bekommen, positive Rückmeldungen bekommen. Die Messe hat Spaß gemacht. Sie war wie immer ein bisschen anstrengend, aber das sind alle Messen immer. Aber ich glaube, die Besucher, die auf der Messe waren, die bei uns auf dem Stand waren, sich unsere Neuheiten angeschaut haben, waren insgesamt sehr zufrieden. Und ich blicke wieder auf ein ziemlich gutes Jahr. Der Januar war super, die Händler haben gut gekauft, die Endverbraucher haben gut gekauft. Jetzt geht es daran, die ganzen Neuheiten, die wir uns vorgenommen haben, auch umzusetzen. Jetzt schauen wir mal, wie das mit China läuft. Man hört ja so alles Mögliche, aber ich darf Ihnen eins sagen, der Coronavirus, so gefährlich ist er wohl auch nicht. Und wenn man an Grippewellen in Deutschland denkt, wo jedes Jahr über 20.000 Menschen sterben, was schlimm ist, schlimm genug ist, so ist es beim Coronavirus doch ein bisschen weniger. Nächste Woche geht es bei uns in Chashan wieder los. Ich kann im Moment da nicht hinfliegen, kann sie also auch nicht wieder mitnehmen, sondern ich muss noch ein bisschen warten. Aber dafür habe ich mir nächste Woche vorgenommen, mal nach Moskau zu fliegen. Vom 11. bis 13. ist dort auch eine Spielwarenmesse. Ich hoffe, ich kriege ein Visum bis dahin. Ob Putin mich reinlässt, schauen wir mal. Und wenn ich es nicht vergesse, mache ich sogar ein Video für Sie. Aber manchmal vergesse ich solche Sachen auch. Okay, ich darf mich für Ihr Interesse bedanken. Bitte nochmal um Entschuldigung, dass die letzten Eindrücke von der Messe so viel später gekommen sind, aber ich hatte es ja schon gesagt, der Transfer der Daten
auf der Messe ist eine schlichte Katastrophe. Also habe ich gewartet, bis ich zu Hause bin und habe es dann über AirDrop auf meinem Computer gespielt und morgen früh werden wir es dann auf YouTube laden und dann haben Sie die Möglichkeit, das anzuschauen. Ich darf Ihnen, wie gesagt, hatte ich ja schon angefangen, ein gutes Jahr wünschen. Viel Spaß mit Pico-Modellen, viel Freude. Wir werden wunderschöne neue Sachen haben. Sie haben sich ja die Kataloge schon angeschaut. Ich darf mich für Ihr Interesse bedanken, wünsche noch eine schöne Zeit und bis demnächst mal.